Ghost Actual, hier ist Nomad. Hören Sie mich? Hier ist Actual. Ich bin bereit für Medusa. Verstanden, Nomad. Medusa ist Artyom Zubkov, ein Experte von Raven's Rock, der die Gasverteilung analysiert. Seine Spezialität ist, schlimme Sachen noch schlimmer zu machen. Er wird dafür sorgen, dass das Gas noch tödlicher wirkt. Töten Sie ihn, dann wird der Angriff weniger gefährlich. Und wir haben mehr Optionen. Medusa hat einen Spetsnaz-Background. Wir wissen nicht, wo er ist, aber ich habe einen Kontakt. Einen Techniker, der vielleicht helfen kann. Roger. Nomad out. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Breakpoint, Episode 3. Zur Eliminierung von Medusa. Und das ist gleichzeitig der letzte in der Riege der, aus der Riege der Entwicklungs-Lieutenants. Schönes Wetter mal, nicht so verschneit wie in der letzten Folge, sehr schön. Das hat bestimmt wehgetan. Sprechen wir mal mit dem Kontakt. Mitchells Techniker? Ja, also kein Techniker, noch nicht. Eher ein Hausmeister. Gott. Was? Meinen Sie, ein Arbeiter kann Ihnen nicht helfen? Bitte. Ich habe gehört, wie die Russen über ein Gaslabor gesprochen haben. Die Koordinaten sind auf einem Terminal im Funkturm. Nur mit denen finden wir es. Ich kann sie fahren. Außer sie steigen nur in Autos von Leuten, die mehr als 100.000 verdienen. Schon gut. Fahren wir. Gut. Es wird schwer bewacht. Ich weiß nicht, ob Sie sich reinschleichen können. Kommen Sie. Ich habe einen Sentinel-Wagen hier. Los jetzt. Prima. Bin ich mal gespannt, was das wird. Verstanden, ja. Oh, Wolfs. Sehe sie aber nicht. Da. Die sind da wieder festgeklitscht. Dann lasse ich die jetzt mal. Normalerweise würde ich die jetzt einfach mit einer Rakete wegsprengen. Aber ist jetzt im Moment vielleicht nicht die beste Idee, hier Aufmerksamkeit zu erregen. So. Wir schalten erstmal die Wachen hier oben in dem Türmchen aus. Als ob du irgendwas machen würdest, wenn du jemanden findest. Und dann steigen wir in das Auto. Hier bei mir ist gar nichts. Hast du dich je gefragt, ob man wirklich melden muss, dass es nichts zu melden gibt? Ist wohl so eine existenzielle. Immer mitten rein. Ja, da gibt's noch was zu holen. Das nehmen wir dann doch mal schnell mit. Oh, ein Biwak. Sehr gut. So. Gut. Ab zu deinem Auto. Aufzug wäre ganz nett. Aber ich glaube, das kann die Engine nicht. So, dann. Oh, das sind Gegner. Richtig gut. Oh wei. Ich habe ganz, ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Oh, rutschen wir mal hier runter. Oder auch nicht. Ach du Scheiße. Und ich muss ans Bordgeschütz. Na prima. Nein, nicht die Waffe. Nicht die Waffe. Ach Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Und eine Esre, auf die habe ich jetzt gerade gar keine Lust. Die Kameraden warnen gar nicht mehr frühzeitig, ne? Da fliegt eine Esre-Drohne. Ja. Ist schon fast über uns.
die ist weg. Nun, dann gehen wir mal ins Geschütz. Alles gut, die Esrin ist weit genug weg. Echt kein gutes Gefühl dabei. Feuerfreigabe. Aber ich komme nicht ans Geschütz. Ich komme echt nicht ans Geschütz. Ich will ans Geschütz. Jetzt. Die gehen jetzt hoffentlich nicht da hinten zu den Wolves. Die Kameraden. Sie fahren, dann kann ich schießen. Eiskalt. Was hatten Sie denn vor? Sie zu Tode desinfizieren? Hey, ich versuche Ihnen hier zu helfen. Vor der Assi. Aha, ich höre diese Feinde! Bereit, Mann! Scheiße! Warum mache ich das eigentlich? Ich könnte viel besser schießen, wenn ich aus dem Fenster rausschießen würde. Ja, hier sehe ich so wenig. Hier kann ich gut zielen. Streuung wie sonst was. Bin bestimmt übelst hart verletzt schon. Die Arschlöcher sind tot. Ja, das stimmt, die Arschlöcher sind tot. Ich lebe noch. Hier, ne? Schöne Aussicht. Sieht echt schön aus. Kann man nichts sagen. Da nicht so, aber da. ist der gerade da runtergefallen? Ich muss mich erstmal verarzten hier. Geben Sie mir nur eine Waffe und zeigen Sie mir, wie man sie benutzt. Da kommt er wieder. Nein, Darren, Sie haben genug getan. Verschwinden Sie. Wirklich? Okay, danke. Sie haben viele gerettet, indem Sie mich hergebracht haben. So, da hat der Hausmeister was Gutes gemacht. Ich fand es ziemlich assi, wie Nomad den Hausmeister behandelt hat. Zu Tode desinfiziert. Ich meine, ja, es war schon lustig, aber trotzdem war kein Job-Shaming. Zweimal Double Tap. Infos. Noch ein Biwak, nice. Sie sind nicht hier. Ich muss zum richtigen Computer, bevor es gelöscht wird. Fünf Gegner? Ich höre Gegner. Da unten sind ein Haufen wieder. Muss die Musik so laut sein? Oh Gott. Aber geht doch. Mehr Feuerkraft fixet. Ich hab nichts dagegen. Ja, komm. Ah, da. Ach, guck mal, was wir da. Oh, hallo. Schau.
Lul. Oh, das ist ein Gag. Da hinten. Sehr gut. Scharfschütze ausgeschaltet. So, ab geht's. Ja, steig auch ein. Hau rein. Ich hol dich wieder rein. Wer kommt mit? Fixit? Ne, was sieht? Ruhe. Gut. Wir haben uns bemerkt. Das haben wir noch 3,5 Minuten ungefähr. Okay, Vasili, wenn du was siehst, darfst du schießen. Gebe dir Deckung. Ich finde es geil, wie schnell das Teil ist. Oh Gott. Da kommt ein Heli. Da kommt ein Heli. Was ist das? Das ist ein Heli. Getroffen. Bam. Nice. Nicer Dude. Zwei Minuten. Stehen irgendwie immer an derselben Stelle. Oh Gott, der Munition! Ja, das ist mir nicht entgangen. Achtung, ein Scharfschütze! Oh, Scheiße, da oben auch noch. Okay, erst verarzten. 1,5 Minuten noch. Ich hätte sollen die Pistole noch nicht nachlassen. Nachladen. Nun! Hinterher ist man immer schlauer. Wo ist er? Da. Oh Gott. Oh, natürlich. Moment, lass dich verarzten. Schnell. Ja, würde ich gern, aber... Macht ihr mal. Feuer frei. Roger. Okay, was? Oh Gott. Schalt einfach ab. Alter, rumgeklitscht auf der Treppe. Langsam machen wir Fortschritte. Gut. Jetzt geht er auch. Kein Feindkontakt mehr. Sammelpunkt bei 50 dir. Sekunden. Ich hoffe, das ist der letzte. Ich hab's. Medusas Aufenthaltsort. In dem Sentinel-Lager muss es noch viel mehr Informationen geben. Okay, so, wir wissen, dass Medusas Labor im Weltsatenspeicher ist. Und der ist ganz da hinten. Gibt es irgendwo einen Heli zufällig, mit dem wir fliegen könnten? Nee, schade. Nun denn. Keine Lust, die Treppe zu nehmen. Wir fahren einfach mit dem Panzerwagen dahin. Der ist schnell. Der ist einigermaßen gepanzert. Ich werde die schon finden. Also er sieht gepanzerter aus, als er tatsächlich ist. Und vor allem hat er halt enorme Feuerkraft. Feuer frei! Ich würde sogar selbst schießen können. Das geht nicht. Nicht
Gut, wir sind ja schon fast da. Guck mal. Ja, da könnten wir uns... Und das mache ich dann nachher offscreen. Auch noch... Die Dingens nehmen, ne? Die... Den... Das coole Nachtsichtgerät. Mit den vier Linsen. Da hinten ist der Eingang. Den wir nehmen können. Da gehen wir auch rein. Schalldämpfer auf. Machen wir das jetzt hier wieder leise. Ich komme nicht direkt rüber, aber wir kriegen Besuch. Gegnerische Besuch. Ich schalte auf Nachtsicht um. Ich verschaffe mir einen Überblick, Ghost Lead. Nachtsicht wieder an. Jetzt wissen wir, Vorsicht. Wir wissen, dass wir da sind. Meine ist offen. Wir sind stark in der Unterzahl. Vorsicht. Der ist weg. Wir sind wirklich stark in der Unterzahl. Volltreffer, Baby. Verfluchte Scheiße! Okay, jetzt wissen die gleich alle Bescheid. Der wurde umgelegt. Jetzt sind wir nicht alleine hier. Ja, wir kommen jetzt gleich alle. Würde ich mal denken. Augen auf! Wirkliche feindliche Aktivitäten! Verstanden! Wir sind in Bereitschaft! Das verschafft uns einen Vorteil. Kommen wir sonst nirgends hoch, außer da hinten über die Treppe, oder? Nicht schlecht, Boss. Da unten ist Bewegung. Ärger im Anmarsch. Könnten aber auch Zivilisten sein. Oh ja, ein Scan ist sehr nett. Kontakt! Wir haben Feindkontakt! Das? Ja. Pass auf, ich bin Feindeinheit. Schade. Zielperson flüchtet! Wäre zu schön gewesen. Kann ich da durchschießen? Ja. Nee, schade. Okay, bitten wir die Eindringlinge. Kein Versteck ist von mir sicher. Wir sind nicht allein. Ich habe auch noch sowas. Da sind welche in der Nähe. Oh nein, ich hab einen Wissenschaftler erschossen, der stand hinter dem. Nein, das wollte ich nicht. Das war keine Absicht. Ich bin ein schlechter Mensch. Das wäre das erste Mal, ne? Da draußen ist jemand. Sucht! So, das waren alle, die hier sind. Da die drei da drüben, die haben keine Lust herzukommen, so es aussieht. Die zwei da drüben, ich korrigiere. Da. Aktiviere Nachtsichtgerät. Nachtsicht wird aktiviert. Bleibt noch einer. Gut, ist aber egal. So. Dann mache ich jetzt erstmal die Tür auf. Ich kann von hier aus keine Waffen auswählen, schade. Ich schätze mal die Lage an. Medusa ist da drin. Ich brauche einen Sentinel-Soldaten für die biometrische Tür. Tot oder lebendig. Ich konnte da durchschießen? Cool. Oh Gott,
Du bist ja ein Brummer. Aktiviere Nachtsichtbrille. Ich setze ihn auch auf. Das war's. Okay, cool. Nice. Medusa ist tot. Das war schwerer, als ich dachte. War gar nicht schwer. Kannst du um das Gas jetzt nicht noch tödlicher machen? Es war viel einfacher, als ich dachte. Geschütz voraus. Aufpassen. So, während wir auf den Funkspruch warten, gehe ich schon mal in Richtung Nachtsichtgerät. Das ist nämlich da unten irgendwo. Sie sollten glücklich sein, Nomad. Sie haben mich aus der Bahn geworfen mit ihren Intrigen. Nachtsicht an. Aber Sie können meinen Triumph nicht verhindern. Ich mache alles nach. Das bezweifle ich. Sie haben ja nicht die geringste Ahnung. Auch mit ausländischen Komplizen oder einer Armee werden Sie nicht erreichen, was Sie wollen. Sie kommen nicht an die USA heran. Sie sind eine Spielfigur, Nomad. Ein Bauernopfer. Ich war, wo Sie jetzt sind, aber ich war es leid, im Hintergrund zu bleiben. Niemand hat erkannt, wozu ich in der Lage bin. Also liegt es an mir, es Ihnen zu zeigen. Stone steht mit dem Rücken zur Wand und das weiß er auch. Das dauert nicht mehr lang. So, nice. Dann haben wir jetzt auch noch das Nachtsichtgerät, das schöne, tolle. Mein Lieblingsnachtsichtgerät. Direkt mal ausrüsten. So, wunderbar. Leider nur optischer Natur. Aber ja, gut. Nice. So, dann. Gehe auf Nachtsicht. Wir sind nicht allein. Bleib wachsam. Haben wir jetzt alle aus dem, was war es, Forschungszweig oder Entwicklungszweig erledigt. Gut, dann bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich, mein Freund. Wir sehen uns. Vielleicht den Unterschied.